Moin Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Fortnite. Ich fange jetzt mal an mit Real Talk. Ich weiß nicht, ob The Death LP dieses, also nächstes Jahr noch existiert. Bin ich ganz offen ehrlich, auch wenn es sich knallhart anhört. Ich bin überlegen, diesen Kanal einzustampfen. Also dass dieser Kanal nicht erst auf diesen Kanal keine Videos mehr kommen. Weil mir, wenn ich ganz ehrlich bin, die Motivation fehlt. Ich habe diesen Kanal wirklich 5,5 Jahre lang echt Sachen um die, wirklich Sachen um die, also wirklich Nächte um die Ohren gehauen. Ich habe wirklich Nächte um die Ohren gehauen. Und nichts, rein gar nichts. Ich krieg nichts, ich weiß, dass YouTube halt schwer ist. Aber damit, als ich angefangen habe, war YouTube noch... Ja, ich wusste schon, was ein hartes Pflaster ist, weil da hatten, okay, damals hatten auch noch einige YouTuber keine Munition, aber ich wollte auch nicht wirklich gucken, ich wollte einfach nur meine Community haben, mit der ich was erreichen kann. Mittlerweile habe ich, bin ich ganz ehrlich, ich habe eine Community mit 40 Abos. Also 44 Abos, wovon 43 inaktiv sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, das geht so auf die Motivation einfach. Und ich versuche wirklich Tag für Tag noch irgendwie mir selbst einzureden, hey, setz dich hin, mach mir deine Community Videos, aber ganz ehrlich, diese Community ist seit 4 Jahren, seit 3, 4 Jahren dabei und inaktiv. Deswegen, das tut einfach nur einfach Hölle weh, wenn man was sieht. Man lädt ein Video hoch und man sieht, dass teilweise Videos echt danach, teilweise überhaupt nach 3 Jahren. Ich habe ein Video gesehen, das hat nach, Entschuldigung, nach 5 Jahren einen Aufruf. Das tut einfach nur weh. Deswegen ist, das tut einfach nur so mega weh. Weil mir fehlt einfach die Motivation. Ich weiß nicht, wie ich es mache, weil ich will nicht der Erfolgreiche werden. Ich will jetzt nicht so werden wie Gronkh oder so. Ich will ja mein Ding durchziehen. Aber das Problem ist einfach, dieser Kanal ist quasi halb down. Einfach dieser Kanal ist halb down. Der da auf den Kanal läuft gar nichts mehr. Einfach, ich bringe jeden Tag auch die Videos einfach weil ich die euch bringen will, weil ich einfach hoffe jeden Tag, dass irgendwann mal vielleicht dieser Motivationskick wiederkommt, einfach irgendwie irgendwann mal ein Kommentar kommt mit beispielsweise, ey, du machst super Videos. Aber es tut einfach nur Hölle weh. Wenn halt einfach wirklich seine gesamte Zeit da rein, also wirklich da rein investiert hat und echt alles aufgegeben hat, um einfach für seine Community, einfach für seine Community geile Videos, also wirklich gute Videos zu machen. Und dann irgendwie die einzelnen Kommentare, die man kriegt, und davon einfach auch teilweise ziemlich viele einfach Hate-Kommentare. Deswegen wirklich Real Talk. Ich weiß nicht, wie lange dieser Kanal sich noch hält. Wenn irgendwann steht, dass der Nutzer nicht mehr verfügbar ist, ist die Entscheidung klar, dass ich den Kanal gelöscht habe. Weil es macht einfach keinen Sinn mehr. Ich kämpfe einfach. Ich mache, also ich habe mich gegen meinen Vater durchgesetzt. Mein Vater wird mir verbieten, damals mit YouTube anzufangen. Ich habe schwere Zeiten damit besiegt, einfach. Ich vergessen habe diese Motivation. Ich habe mir jedes Mal wieder selbst eingeredet. Diese Motivation. Ich habe mich immer wieder versucht zu motivieren, aber es geht nicht mehr.
ist das Ding, es geht leider nicht mehr. Diese Motivation kann ich mir nicht mal einreden. Also wenn dieser Kanal eines Tages nicht mehr da ist, wisst ihr, dass dieser Kanal beendet wird. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, also eher gesagt, ich weiß nicht, wie ich es lösen werde mit dem Kanal. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt diesen Kanal weiterführen werde. Weil wie gesagt, es tut einfach nur mega weh. Es tut einfach nur mega weh. Man, weil es ist, glaube ich, wirklich das Krasseste für jeden. Man denkt, man will halt irgendwie was für die Community schaffen und dann irgendwie hört man nur noch Hate-Kommentare, kein einziges. Das ist noch nicht mal konstruktive Kritik. Wie man einfach sagen würde, ja, was scheiße läuft. Das hatte ich so am Hatern, deswegen Hater haben kleine Eier. Oder haben eher gesagt keine Eier. Ganz ehrlich, das ist ein Hater. Bin ich ganz ehrlich, Hater, die können mal mich am allerwertesten. Weil Hater sind einfach nur dämlich. Die denken, die wären die coolsten, aber kriegen selbst nicht auf die Reihe. Deswegen. Ja, halt, ich weiß nicht, wie es jetzt sagen wir, wie ich sagen soll, aber ich weiß wirklich nicht. Das sind so ungewisse Zeiten, auch durch Artikel 13. Ich weiß einfach nicht, wo mein Kopf steht. Ich teilweise einfach bin ich wieder in so krasse Depressionen reingerutscht. Teilweise geht es auch gar nicht mehr. Ich stehe morgens auf und will am liebsten irgendwie ich mir die Kante, also die kann nicht die Kante geben, aber am liebsten würde ich wirklich dann einfach mich von morgens bis ja besaufen oder einfach andere Sachen machen. Es ist mittlerweile in letzter Zeit so extrem geworden, dass mittlerweile echt gar nicht, es geht fast gar nichts mehr und es gibt keinen Morgen quasi, wo ich aufstehe und nicht depressiv bin. Das ist ja das Problem. Ich bin fast 99% des Tages depressiv. Dadurch auch. Weil ich habe für meinen Kanal echt ich habe, wenn ich ehrlich bin, selbst für den Kanal meine Schule vernachlässigt, um für meine Community Videos zu bringen. Wo dann irgendwie nie wieder was kam. Oh, Raketenwerfer. Ja, einfach ist das Ding. Einfach, weil ich habe wirklich alles, also wirklich fast alles gemacht. Ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft und gekämpft. Aber auch mir gehen es zwar wirklich, selbst mir sind die Energiereserven weg. Selbst ich kann leider nicht mehr. Deswegen selbst ich kann nicht mehr in der Hinsicht. Weil ich wirklich für diesen Kanal echt einiges hingeworfen habe.
Deswegen, aber mittlerweile, Ja, allein durch diese ganzen Kram letzter Zeit, auch was die EU, also die europäische Regierung gerade abzieht mit Artikel 13. Das ist halt einfach gerade so das kranke Ding. Schade. Was weg. Mann, falsch. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach das Problem. Ich versuche alles zu machen. Aber mittlerweile geht's nicht mehr. Weil ich bin wirklich vom Morgens bis abends einfach so unnormal depressiv, dass mir einfach mittlerweile alles egal ist. Ist wirklich, weil ich investiere wirklich alles in diese Dings, weil ich halt einfach vorne und hinten passiert immer irgendwas. Vorne und hinten passiert immer irgendwas bei YouTube, was irgendwie wieder falsch läuft. Ist ja das Ding. Weil ich sag nur mit den Abo-Bug und jetzt einfach generell. Oh. Weil andauernd passiert, wie gesagt, irgendwas. Diese ganzen teilweise Bugs, die da sind. Einfach diese unnötigen Bugs. Deswegen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, Leute. Ich hab da keine Ahnung. Weil mittlerweile, wie gesagt, ich bin mittlerweile so am Arsch, wenn es danach geht, dass ich am liebsten einfach nichts mehr machen wollen würde. Einfach im Bett liegen und einfach nichts mehr machen. Allein, ich habe meine Motivation dieses Jahr wiedergefunden bei, also, Thema YouTube. Ich habe sie wiedergefunden, aber die EU, allein die EU mit Artikel 13. Dann hatte ich damals hätte ich schon, wollte ich eigentlich schon sagen, nee, nee, Leute, ich höre auf. Ich mach nicht mehr. Weil das ist so fertig. Hä? Hä? Die Etage ist neu. Tatsache. Ich bin schon mal vorbei. Ja, auf jeden Fall, das Ding ist halt, es ist, ach schade, man kann nicht durch, da kann ich nicht durchrennen. Ja, es ist halt das Ding, weil mittlerweile, allein durch Artikel 13 habe ich so die Lust daran verloren und jetzt dadurch, dass ich einfach teilweise Hate-Kommentare kriege, die einfach, denke ich so einfach, ich versuche die jeden Tag zu ignorieren, aber es ist einfach, allein durch diese ganzen, durch die Depressionen, die ich habe, ist einfach, das geht nicht mehr, Leute. Es geht nicht mehr. Einfach teilweise YouTuber, die einfach total beschissene irgendwelche Clickbait-Sachen machen, kriegen irgendwelche Scheiß-Klicks und Abos, irgendwelche Prank-Scheißen. Wer guckt sich denn Pranks an? Oder irgendwelche extremen Sachen. Irgendwelche Asi-YouTuber regieren einfach nur noch. Die deutschen YouTube-Trends bestimmen mit irgendeiner türkischen, mit irgendeinem Tür aus irgendeinem türkischen Kram. Das ist nicht mehr YouTube Deutschland. YouTube Deutschland ist so ein Asi-Fleck geworden.
Das ist, es wäre genauso, wenn so alle Assets aus Berlin, Hamburg und München auf einen Ort packen. Das ist YouTube Deutschland mittlerweile. Wird regiert von Pranks und irgendeiner anderen Scheiße. Leute, die wirklich Zeit in ihre Videos investieren, kriegen keine Klicks mehr. Die haben noch nie Klicks bekommen. Leute, die irgendwelche Clickbait-Titel machen, irgendwelche Titel irgendwie aufs Thumbnail packen. Oh, ja, die kriegen Klicks. Aber die Leute, die wirklich keinen Clickbait machen. Nö. Bei denen da ist das scheißegal mittlerweile. Weil... die kriegen bei denen sowieso nichts. Und wenn dann irgendwas kommt, dann halt wieder, ist geklaut. Habe ich auch schon mitbekommen. Ich sah nur ein Video von das ist eine Stronghold Let's Play. Ja, da kam eine Band an und hat gesagt, ja, Urheberrechtsverletzung. Denke mir so, Leute, ihr habt das Video 2016 aufgenommen, gecovert. Das Lied ist aus einem Spiel, was 2005 erschienen ist. Dachte mir auch nur so, Leute. Wer auf Upload-Datum gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ich glaube, ich schmeiß mal die AK weg. Die brauchen wir sowieso nicht. Sniper, nehme ich einfach mal mit. Hä? Heißt die keine Gehbewegung? Es gibt keine Gehbewegung mehr im Fortnite, jo, wahrscheinlich, oder was? Weil halt das Ding ist, mir fehlt, wie gesagt, die komplette Motivation und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. So wie alles angefangen hat mit YouTube, so wie ich quasi mit YouTube angefangen habe. So wie ich wirklich mit YouTube angefangen habe, ist das jetzt quasi, geht's auch quasi zu Ende. Aus der Depression heraus, um einfach sich abzulenken, fängt ein 13-jähriger Junge seinen Kanal an und versucht alles dafür. Und dann als 20-jähriger, also als fast 14-jähriger fängt dein Kanal an und als 20-jähriger beendet er seinen Kanal. So ist es. Das nimmt eigentlich eine halbautomatische Waffe zum Gewehr. Ist auch eine geile Idee. Ja, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann selbst nicht mehr klar denken. Und das ist das Problem. Ich kann, wie gesagt, nicht erst mehr selbst klar denken. Selbst ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Oder wie es weitergehen soll. Weil ich bin total am Ende mit meinen Kräften. Ich bin einfach so krass am Ende, einfach weil einfach nichts, es passiert einfach nichts, rein gar nichts. Und dann versucht man irgendwie, dann will man irgendwie halt irgendwas machen, aber es geht nicht. Weil halt dann irgendwie wieder irgendwas kommt und dann legt der Nächste ein irgendwas im Weg und der legt ein was im Weg und der legt ein was im Weg. Weil dann kommt die Regierung mit irgendwelchen sinnlosen Paragraphen und Artikeln, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Bin ich ganz ehrlich. Dann haben wir auch einfach ein Land, was einfach teilweise einfach nur noch mega abfuckt.
Weil dann wirklich immer wieder irgendwas passiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht fange ich mich noch. Aber wenn ich, wie gesagt, sonst heißt es Rest in Peace the Death LP. Weil sonst, wenn ich mich wirklich nicht mehr fangen sollte, dann kann es wirklich sein, dass ich den Kanal beende zum 01.01.2019. Nach all der ganzen Zeit. Oh, die ist neu. Oh. Alles klar. Ja, aber halt, das ist wirklich das Ding. Wenn ich mich wirklich nicht mehr fangen soll, dann beende ich einfach diesen Kanal, weil es... Weiß ich, ob ihr es kennt. Weiß ich, ob ihr an Depressionen oder so leidet. Aber es ist einfach das Schlimmste, was einem passieren kann. Weil es tut einfach nur mega in der Seele, wie einfach, wenn man halt irgendwie... Echt alles versucht, wirklich alles, und dann irgendwie jeden Tag wieder irgendwas, irgendwie wieder was Neues im Weg geworfen wird und dies und dann das und dann jenes und dann welches. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich bin wirklich mit völliger Ahnung, wie es halt geplant hat, dass es rein so kam und ich mich jetzt bin. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe jetzt noch 11 Tage quasi, bis zum entscheidenden Tag. Bis zum 31.12. Vielleicht schraube ich das auch so weit zurück mit YouTube, dass ich vielleicht noch 2-3 Wochen. Und nicht mehr YouTube mein Leben bestimmen, das ist auch so. Aber wenn ich das eigentlich mit YouTube hatte, in den letzten 5,5 Jahre oberste Priorität bei mir. Bis auf die Zeit, wo ich so depressiv war, wo halt nichts ging. Und allem. Das war's auch mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann würde mich über eine Bewertung freuen. Schreibt rein, was ihr haltet. Keine Ahnung, wieso sage ich eigentlich sowas überhaupt noch. Deswegen am 31.12. werde ich nochmal genau quasi ein Statement dazu rausgeben, ob der Kanal weiterläuft oder nicht. Und wenn, wie, was für starke Veränderungen kommen. Bis dahin, Leute. Bye.